ist einfach alles wow. Wenn man einfach in die Ausstellung hineinkommt und sieht man nicht nur ein Bild, sondern viele Bilder und da geht einem das Herz auf, dass es einfach herauskommt und man sagt, was ist warum jetzt, also warum dürfen wir diese Wahnsinnswerke, die man noch nicht auf diesem durfte, genau jetzt sehen? Ja, das ist der Wunsch der Sammlerin gewesen, dass sie diesen Zeitpunkt gewählt hat. Ich meine, ich glaube schon, dass sie seit einiger Zeit sich darüber nachgedacht hat, aber sie hat sich eben jetzt dafür entschlossen, das mit allen zu teilen und es zugänglich zu machen. Und das freut uns alle, glaube ich, und mich natürlich auch sehr. Sie haben die Sammlerin begleitet auf diesem langen Weg, diese Schätze zusammenzutragen. Haben Sie zu ein, zwei Werken eine kleine Anekdote oder ein besonderes Erlebnis oder eine Erinnerung, wie es da zustande kam? Nein, es sind die meisten Bilder bei Auktionen gekauft worden. Und ich war ja viele Jahre Geschäftsführerin von Sotheby's hier in Österreich und damals war es auch meine Aufgabe und Heidi Boes Horten war eine damals schon gute Bekannte von mir und so kamen wir zusammen und natürlich kann ich mich erinnern an die erste große Auktion, das war glaube ich im Jahr 94 in London und ich war in London und sie war am Telefon, weil sie war immer sehr privat und ist nie in Erscheinung getreten. Das war ja ganz, ganz wichtig, diese Privacy zu haben und dass man eben nicht weiß, wer diese Bilder sammelt. Und da haben wir, glaube ich, 34 Bilder auf einmal. Und die haben da auf das kleine Mädchen aus Österreich geschaut, das ja nicht so bekannt war. Mhm. Normalerweise sind die Sammler aus Amerika oder London oder Paris oder Deutschland gewesen, aber dass eine Österreicherin da so viel braucht. Und dann sind die unglaublichsten Geschichten entwickelt worden, bis zu einem Mafia-Boss hat das alles gekauft, ist sogar in der New York Times gestanden. Und da haben wir ein wunderbares Bild gekauft, das war eben der Chagall, das Liebespaar, Les Amoureuses, wo der junge Chagall seine frische, verehelichte Frau dann das war auch in der New York Times abgebildet und das ist auch eines der Lieblingsbilder der Sammlerin und eines der ersten Werke, das sie gekauft hat im Jahr 1994 in London bei der Auktion, ist von Marc Chagall aus dem Jahr 1916, ein frühes Werk, noch in Russland gemalt und es zeigt ihn mit seiner frischen Ehefrau und es hat den schönen Titel Les Amoureuses, die Lieben. Und man sieht die Inbrunst der beiden versunken, also wirklich groß, ganz, ganz ein großartiges Werk. Und auch, wie gesagt, eines der Lieblingswerke, wenn nicht das Lieblingswerk von Heidi Boes Horten. Sie hat viele Hunde und unterstützt ja ganz großzügig den Tierschutz. Und daher finden sich in verschiedensten Darstellungen wirklich Tiere immer wieder. Und das ist unser Favorite.